Die Kinder sind krank und haben Fieber. So wie Familie Brückner geht es laut dem Robert-Koch-Institut derzeit rund 4 Millionen Deutschen. Medikamente wären eine schnelle Hilfe, doch die Regale in den Apotheken wie hier in Mosbach sind größtenteils leer. Ich habe schon viel erlebt. Die letzten 3 Jahre haben wir einfach immer wieder neue Situationen gehabt, auch mit Corona, die wir eigentlich ganz gut gemeistert haben. Und ich habe gedacht, naja, dieser Winter wird mal wieder normal, aber das ist eigentlich, das toppt eigentlich alles, was wir bisher gehabt haben. Man ist fast ein bisschen fassungslos, sage ich mal. Besonders bei Medikamenten für Kinder gibt es zuletzt Lieferengpässe. Apotheken müssen Eltern oft vertrösten und weiterschicken. Aber nicht nur Kinder, auch Diabetes- und Krebspatienten leiden gerade massiv unter den anhaltenden Lieferengpässen. Der Mangel betrifft schon länger nicht nur Nischenprodukte, sondern viele gängige Medikamente. Auf der Lieferengpassliste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sind derzeit 369 Arzneimittel aufgelistet. Das spürt nicht nur Ute Hess und ihre Apotheke, sondern auch die Rathausapotheke in Mosbach. Ich für mich persönlich habe vor vielen, vielen Jahren schon gedacht, dass es nicht sein kann, dass Arzneistoffe in Deutschland nicht mehr produziert werden. Da kam damals das Paracetamol ins Gespräch. Günstiges Präparat kriegen wir aus dem Ausland, machen wir nicht mehr in Deutschland. Jetzt haben wir die Situation, wir könnten es gut gebrauchen und haben es nicht. Das Problem, vielen Herstellern ist der Festpreis in Deutschland zu niedrig, den die Krankenkassen festlegen. Der Festbetrag eines Arzneimittels ist der maximale Betrag, den die gesetzlichen Krankenkassen für ein Arzneimittel bezahlen. Aufgrund dessen sind natürlich die Firmen aufgrund der Politik und auch von den Kostenträgern dem Druck ins Ausland ausgewichen und haben da entsprechend kostengünstiger produziert, was jetzt diese Situation hervorruft, in der wir uns jetzt befinden. Deshalb soll jetzt der Festpreis der Krankenkassen wegfallen. Eine gute Nachricht für die Verbraucher, denn die höheren Kosten sollen ab Februar für 3 Monate die Krankenkassen übernehmen. So soll für das Pharmaunternehmen ein finanzieller Anreiz geschaffen werden, mehr zu produzieren. Für Patienten wird es aber nicht teurer. Mit diesen Maßnahmen eine Brücke gebaut, damit die Versorgung mit Kinderarzneimitteln möglichst schnell besser wird. Das kostet natürlich Geld, denn eins ist klar, wenn die Pharmaunternehmen höhere Preise verlangen können, dann muss das bezahlt werden. Das machen im ersten Schritt die Krankenkassen, aber natürlich mittelbar Sie und ich über unsere Krankenkassenbeiträge. Die Apotheken in Mosbach sehen mit der aktuellen Lösung nur einen kurzfristigen Effekt, wenn überhaupt. Auch die Branche ist skeptisch. Sie fordern eine langfristige Lösung.